Liebe Interessierte, herzlich willkommen zum Webinar Nahverkehrsplan. Guter ÖPNV braucht einen guten Plan. Da die Aufzeichnung meines Teils dieses Webinars, das ich zusammen mit meinem geschätzten Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Christoph Nadler vor wenigen Tagen gehalten habe, nicht funktioniert hat aus technischen Gründen, wiederhole ich jetzt die Aufzeichnung meines Teils, sodass wir dann im Nachgang einen kompletten Mitschnitt zur Verfügung stellen können. Der Inhalt ist identisch, nur die Worte sind vielleicht geringfügig anders. Starten wir mit meiner Präsentation, bevor im zweiten Teil Christoph Nadler übernehmen wird, dessen Aufzeichnung hat einwandfrei funktioniert. Das Webinar hat vier Teile. Im ersten Teil werde ich kurz die Theorie vorstellen, was ist eigentlich ein Nahverkehrsplan und ein bisschen auf die Praxis blicken, was mache ich als grüner Kommunalo oder grüne Kommunaler mit dem Thema Nahverkehrsplan. Im Anschluss wird Christoph Nadler ein konkretes Fallbeispiel aufzeigen, nämlich einen sehr gelungenen Nahverkehrsplan im Landkreis München. Das ist der Landkreis, in dem Christoph und ich zusammen Mitglied der Grünen Kreistagsfraktion sind, Christoph als Fraktionsvorsitzender. Und danach werden wir zur Verfügung stehen, beziehungsweise waren wir zur Verfügung gestanden für eure Fragen und eure Erfahrungen. Diesen Teil haben wir aber aus Datenschutzgründen nicht aufgezeichnet. Was ist eigentlich ein Nahverkehrsplan? Ein Nahverkehrsplan spannt den Rahmen für die Entwicklung des ÖPNV, des öffentlichen Personennahverkehrsplans, in einer kreisfreien Stadt oder in einem Landkreis. Das heißt, darin geht es darum, wie sich die Buslinien, die Trambahnen und gegebenenfalls in den großen Städten die U-Bahnen, aber auch On-Demand-Verkehre, also sowas wie Rufbusse, Ruftaxis, weiterentwickeln sollen. Es geht im Nahverkehrsplan nicht um die Eisenbahn, denn die bestellt der Freistaat Bayern. Natürlich wird auf die Eisenbahn Bezug genommen, nämlich wenn Anschlüsse hergestellt werden, Umstiegsverbindungen hergestellt werden, aber es sind keine Aussagen drin, was mit der Eisenbahn an Ausbaupotenzial sozusagen oder an Ausbaumaßnahmen getätigt werden sollte. Es sind vielleicht Wünsche drin, aber nicht mehr, weil für die Eisenbahn sind Städte und Kommunen nicht zuständig. Der ÖPNV hat ganz allgemein gesagt, das Ziel, eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistung herzustellen. Was man als ausreichende Bedienung erachtet, darüber kann man lange und tief streiten. Die Staatsregierung und viele Kommunen haben da sehr niedrige Standards. Wir Grüne wünschen uns sehr viel mehr Angebot, um eine Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen als ausreichend zu bezeichnen. Das, was Kommunen gerade im ländlichen Raum teilweise hier organisieren, verdient kaum den Namen ÖPNV aus grüner Sicht. Da ist sehr, sehr viel Luft nach oben, aber eben genau auch das Betätigungsfeld für uns Kommunalis in den Kreistagen beziehungsweise in den Stadträten der kreisfreien Städte. Diese sind dafür nämlich zuständig. Schade ist, dass sowohl der ÖPNV als auch die Nahverkehrsplanung in Bayern nur freiwillig sind. Das ist im bayerischen ÖPNV-Gesetz leider so schlecht geregelt. Sehr viel sinnvoller wäre es, wenn es eine Pflichtaufgabe wäre und auch entsprechende Standards vorgegeben wären und dann die Kommunen aber auch mit Finanzmitteln und entsprechenden Zahlungen des Freistaats dazu in die Lage versetzt werden. Das ist eine Aufgabe der Landespolitik, das zu ändern. In den momentanen Mehrheitsverhältnissen wird uns das nicht gelingen. Das, denke ich, ist eine Aufgabe für uns, wenn wir ab 2023 in Bayern hoffentlich regieren. Wichtig zu wissen ist aber noch, dass die Nahverkehrspläne, auch wenn sie freiwillig sind, sehr wohl in den meisten kommunalen Gebietskörperschaften vorhanden sind. Das war vor einigen Jahren noch anders, aber da ist stark nachgearbeitet und nachgebessert worden. Die meisten Landkreis- und kreisfreien Städte haben nun einen Nahverkehrsplan. Und ich habe auch erst kürzlich eine Übersicht mir geben lassen vom Staatsministerium, wie da die jeweiligen Stände sind und wie alt die Planwerke sind. Falls ihr das also nicht auswendig sowieso wisst für eure Gebietskörperschaft, könnt ihr dann nachschauen. Ich schicke im Nachgang an alle Angemeldeten nicht nur die Videomitschnitte hier mit und diese Präsentation, sondern auch die Übersicht über die jeweiligen Sachstände der Nahverkehrsplanung in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Wichtig zu wissen ist noch, dass die regelmäßig fortgeschrieben werden müssen. Also wenn ihr einen habt, der 15 Jahre alt ist oder 10 Jahre alt, dann ist es höchste Eisenbahn, dass ihr euch an eine Fortschreibung des Nahverkehrsplans macht. Das kann man als grüner Kommunalo oder Kommunaler beantragen
dass das gemacht werden soll. Und in den nächsten Folien zeige ich euch, wie das geht. Sollte in eurer Stadt oder Landkreis noch gar kein Nahverkehrsplan existieren, sondern nur ein allgemeines Mobilitätskonzept oder so, dann ist es sowieso höchste Eisenbahn. Zunächst aber noch, was ist ein Nahverkehrsplan genauer? Wofür ist der überhaupt wichtig? Wofür brauchen wir den? Wir brauchen ihn aus folgenden Gründen. Er ist die Grundlage für die strategische Weiterentwicklung des ÖPNV. Betonung liegt auch auf Weiterentwicklung, nämlich auf der Verbesserung und auf der Angebotsausweitung. Und der ÖPNV sollte im Idealfall nicht darin bestehen, dass man bloß schaut, wann müssen Schüler von A nach B transportiert werden und wieder von B nach A und dann lassen wir halt einmal am Bus fahren. So ist leider der Zustand in weiten Teilen des ländlichen Raums in Bayern, sondern dass man überlegt, wo sind Ziele, wo sind Quellen für Verkehr, was kann man sinnvollerweise für die allgemeine Bevölkerung dafür ist der Nahverkehrsplan die Grundlage. Das heißt, wenn dann Verbesserungsmaßnahmen beauftragt werden vom zuständigen Aufgabenträger, also Landkreis oder kreisfreie Stadt, dann leitet sich das im Idealfall unmittelbar aus dem Nahverkehrsplan ab. Ich habe später auch zwei konkrete Fallbeispiele zur Veranschaulichung. Wichtig ist der Nahverkehrsplan auch, um Fördergelder zu bekommen für den ÖPNV. Wer schon mal über die RZÖPNV gestolpert ist, in der die Fördergelder und Zuschüsse geregelt sind, dann sieht man darin, dass das Vorhandensein eines qualifizierten Nahverkehrsplans eine Fördervoraussetzung ist. Und der Nahverkehrsplan ist auch die Basis für die Vergabe von Linienkonzessionen an Verkehrsunternehmen, sei es im Zuge einer Ausschreibung oder auch im Zuge der Genehmigung einer eigenwirtschaftlichen Linie. Im Idealfall leiten sich alle diese Linien aus dem Nahverkehrsplan. Und langfristig geschaut worden ist, welche Linien von wo nach wo machen Sinn. Außerdem ist der Nahverkehrsplan auch ein Rahmenplan sozusagen, der nach vorne blickt, in die Zukunft blickt und festhält, welche Investitionen für den ÖPNV-Ausbau wichtig sind. Zum Beispiel das Thema Barrierefreiheit, um barrierefreie Haltestellen herzustellen, um auch Haltestellen in der vernünftigen Qualität herzustellen, dass sie nicht nur der Bus irgendwo am Straßenrand hält, und auch andere Dinge wie Buslinienbeschleunigung zum Beispiel im urbanen Bereich und andere Dinge, die bestimmte bauliche Investitionen erfordern, können im Nahverkehrsplan für die Zukunft skizziert werden und dann konkrete Maßnahmen davon abgeleitet werden. Wie funktioniert jetzt so eine Nahverkehrsplanung im Detail? Wie läuft das ab? Es läuft zunächst so ab, dass ein Kreistag oder ein zuständiger Stadtrat beschließt, dass das gemacht werden soll, dass ein Nahverkehrsplan aufgestellt werden soll oder dass er fortgeschrieben werden soll. Und genau diesen Beschluss, den könnt ihr beantragen. Dann wird der Kreistag, also die Verwaltung, ein geeignetes Planungsbüro suchen und wird eine Vergabe einleiten. Da seid ihr als Kreisgremien oder Stadtratsgremium natürlich wieder eingebunden. Danach wird das beauftragte Planungsbüro einen Nahverkehrsplan in mehreren Schritten und mit Beteiligung verschiedener Beteiligter erarbeiten. Da werden die Kommunen hinzugezogen und weitere Sachverständige und Institutionen. Am Ende des Prozesses steht ein fertiger Planentwurf und der wird euch im Kreistag bzw. im Stadtrat zum Beschluss vorgelegt. Und dann, wenn das fertig ist, ist es aber wichtig, dass nicht nur dieses Papier in die Schublade gelegt wird, wie es bei sehr vielen Gutachten und Plänen der Fall ist, sondern dass man das Ganze dann natürlich auch Schritt für Schritt umsetzt und das entsprechende Verkehrsangebot dann auch auf die Straße oder im urbanen Raum auf die Schiene bringt. Eisenbahn nicht, aber wie gesagt, Straßenbahn, U-Bahn gehört hier dazu. Was macht das Planungsbüro jetzt genauer? Das Planungsbüro macht im Wesentlichen vier wichtige Schritte. Zum einen macht es eine Bestandsaufnahme, nämlich was haben wir schon im ÖPNV, welche Buslinien etc. sind vorhanden. Es studiert die Leitlinien zur Nahverkehrsplanung in Bayern, die wie anfangs schon erwähnt ziemlich lasch sind und sehr niedrige Standards vorsieht, überträgt aber diese niedrigen Standards immerhin einmal auf das zu untersuchende Gebiet und schaut, inwieweit das schon abgedeckt ist oder inwieweit noch Maßnahmen ergriffen werden müssen, um wenigstens die niedrigen Standards der Leitlinien
des Freistaats für die Nahverkehrsplanung zu erfüllen. Außerdem schaut das Planungsbüro alle anderen vorliegenden Fachpläne und Studien an. Das ist zum Beispiel der Landesentwicklungsplan, LEP, oder die Regionalpläne, aber auch stadtplanerische Konzepte, Machbarkeitsstudien, Planungen der Bahn. All das wird hinzugezogen und konsultiert und auf dieser Basis dann eine im zweiten Schritt eine Rahmenkonzeption erarbeitet mit konkreten Handlungsfeldern, was zu tun ist. Zum Beispiel, dass eine Buslinie von diesem Ort in jenen Ort mit einer bestimmten Taktung eingerichtet werden soll. Das ist dann ein konkreter Baustein des Maßnahmenplans. Das ist sozusagen das Herzstück und auch eine Kostenschätzung dazu wird in der Regel abgegeben, sodass man als Kreisrat bei der Abstimmung oder als Stadtrat bei der Abstimmung auch weiß, was wird das Ganze denn kosten, wenn wir Teile davon oder alles umsetzen. Und in dieser ganzen Projektphase werden also die verschiedensten Institutionen hinzugezogen und konsultiert und eingebunden, vom Verkehrsverbund, sofern vorhanden, über die Verkehrsunternehmen selbstverständlich, aber auch Fachverbände, Behindertenverbände, die Nachbaraufgabenträger, also Nachbarlandkreise, Nachbarstädte, die Kommunen im eigenen Landkreis, die kreisangehörigen Gemeinden oder eben auch die Öffentlichkeit. Und was berücksichtigt ein ambitionierter Nahverkehrsplan? Also er achtet, dass sukzessive die Barrierefreiheit hergestellt werden. Er betrachtet Bevölkerungsentwicklung wie den demografischen Wandel, aber auch Zuzug oder Wegzug und die entsprechende Bedarfsveränderungen. Betrachtet die wie das Angebot ausgebaut werden kann, dass man von der Nachfrageorientierung zu einer Angebotsorientierung herkommt, damit die Fahrgastzahlen steigen und entsprechende Ziele der Verkehrspolitik erreicht werden können. Er trifft eben auch Aussagen zu erforderlicher Infrastruktur, eben bei der Barrierefreiheit, wie die Haltestellen auszugestalten sind, aber auch soziale Infrastruktur fürs Fahrpersonal, zum Beispiel, wenn die Fahrzeuglenkerinnen und Lenker an der Endstation ihre Pausen einzuhalten haben, dass dort dann auch Sitzmöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten, Toilettenanlagen und Ähnliches zur Verfügung stehen. Der Nahverkehrsplan trifft auch Aussagen zur Einbindung neuer Technologien, zum Beispiel eben On-Demand-Verkehre, elektronische Ticketsysteme und Ähnliches. Also all das, was hier im Idealfall auch im Verkehrsverbund geplant und gemacht und voran weiterentwickelt wird, das bindet den Nahverkehrsplan mit ein. Und was definiert der Nahverkehrsplan jetzt ganz konkret? Also ein guter Nahverkehrsplan gibt ein genaues Linienkonzept vor. Die Umsetzung entscheidet Linie für Linie sozusagen weiterhin der Kreistag oder der Stadtrat. Aber der Nahverkehrsplan macht mal ein planerisches Konzept, was sinnvoll machen würde aus gutachterlicher, fachlicher Sicht. Von wo nach wo fährt ein Bus oder eben Trambahn oder perspektivische U-Bahn und wo halten diese und in welcher Taktung verkehrt dieses Fahrzeug, an welchen Tages- und Wochenzeiten, wie oft, aber auch in welcher Qualität sind die Haltestellen, die Fahrzeuge auszustatten, wie soll der Betrieb genau sein, wie ist mit im Störungsfall umzugehen. Der Nahverkehrsplan macht Aussagen zum Marketing, wie die Fahrgastinformation zu erfolgen hat und gegebenenfalls auch vertriebliche und tarifliche Informationen, wie der ÖPNV ausgestaltet werden kann. Ganz konkret schaut ein Nahverkehrsplan zum Beispiel so aus. Das ist der Nahverkehrsplan des Landkreises München. Den nehmen wir deswegen als Fallbeispiel, weil es der Landkreis München eine gewisse Sonderstellung hat. Er ist aufgrund der Nähe zu München und dieser ist ja so ein Dreiviertelkreis um München außenrum natürlich ein besonders verkehrsintensiver Landkreis. Das ist gleichzeitig der einwohnerstärkste Landkreis in Bayern mit 360.000 Einwohnern und aufgrund der vielen Gewerbegebiete, die wir hier aufzuweisen haben, ist es auch ein besonders finanzstarker Landkreis, sodass der sich natürlich auch mustergültig, kann man sagen, besonders viel ÖPNV leisten kann. Deswegen ziehen wir den sozusagen als Idealbeispiel heran und ihr seht schon an dieser Aufnahme, die ich hier
eingebaut habe in die Präsentation, dass so ein Nahverkehrsplan ganz schön dick sein kann. Das kann ein sehr umfangreiches Werk sein, wie hier eben mit über 500 Seiten in Telefonbuchstärke sozusagen der Nahverkehrsplan des Landkreises München. Und was gibt jetzt dieser Nahverkehrsplan beispielsweise vor? Ich habe euch zwei Beispiele hier eingebaut und bin als letzten Teil meiner Präsentation. Wir haben hier zum Beispiel die Neueinrichtung einer Buslinie, um einen abgelegenen kleinen Ortsteil in der Stadt Unterschleißheim anzubinden. Da wird also vorgeschlagen, eine Linie zum Beispiel mit der Nummer 299 einzurichten, die hier am linken Rand aus dem Ortsteil Riedmoos zur S-Bahn in Unterschleißheim fährt und dann noch darüber hinaus zum Schulzentrum. Das wird hier so eingezeichnet. Auch mit den runden Kringeln seht ihr die Haltestellen, die dort vom Planer als sinnvoll erachtet und vorgesehen werden, mit dem Umstiegspunkt an der S-Bahn. So schaut es in unserem Nahverkehrsplan für jede einzelne Linie, an der Maßnahmen zu tätigen sind, aus. Ich scrolle sozusagen nach unten, weil das hier die Hochkantseite schlecht auf die Querformatseite am Bildschirm passt, habe ich das zweigeteilt. Auf der nächsten Seite unten sieht man unterhalb des Linienentwurfs der kartografischen Darstellung dann noch weitere Informationen, nämlich wann dieser Bus fahren soll aus gutachterlicher Sicht. Der Nahverkehrsplan sagt, er soll Montag bis Freitag in der Hauptverkehrszeit in einem Stundentakt fahren, also T60 heißt halt alle 60 Minuten, und in der Nebenverkehrszeit, das ist dann also außerhalb der Stoßzeiten, ist es im Zwei-Stunden-Takt. Das ist jetzt zwar sicherlich noch nicht der Goldstandard, aber für so einen entlegenen Ortsteil, der bisher noch gar keine ÖPNV-Anbindung hatte, ist das schon mal ein sehr großer Fortschritt. Genau, unten sind dann noch technische Hinweise und infrastrukturelle Hinweise, nämlich was gemacht werden muss, zum Beispiel eine Wendeanlage in Riedmoos gebaut werden, dass der Linienbus dort umdrehen kann. Das ist ein Fallbeispiel, wie die konkrete Ausarbeitung des Nahverkehrsplans dann auf eine ganz gezielte, spezielle Maßnahme mündet. Da hat hier dann der Kreistag die Möglichkeit zu entscheiden, machen wir das, lässt errechnen, was kostet das ganz genau, oder wollen wir das nicht? Und wenn er das will, schreibt er die Linie aus und der erfolgreichste Busunternehmer oder Busunternehmerin bekommt den Zuschlag. Und mein zweites und letztes Beispiel aus dem Nahverkehrsplan München. Wie das bei uns ganz konkret da drin ausschaut, in diesem dicken Telefonbuch, noch eine weitere Seite, nämlich der Vorschlag, eine neue Expressbuslinie einzurichten, nämlich eine Linie X203. Das ist eingebettet sozusagen in ein Maßnahmenbündel des gesamten Landkreises, des gesamten MVVs, des Münchner Verkehrsverbunds und auch des Freistaats Bayerns. Die wollen nämlich beide einen Busring außen um München herum haben, um sozusagen als Tangente um die Landeshauptstadt außenrum die rasch wachsenden Umlandgemeinden miteinander zu verknüpfen und dass man nicht, um vom einen Ort in den Nachbarort zu kommen oder in den übernächsten Nachbarort zu kommen, erst in die Stadt München hineinfahren muss mit der S-Bahn und mit dem anderen S-Bahn-Linienast wieder heraus. Also hier auch zur Entlastung des S-Bahn-Systems, das notorisch ja überfrachtet ist und störanfällig ist, hier eine tangentielle Buslinie. Sehr interessantes Konzept, finden wir Grüne gut. Und tatsächlich hat es auch der Nahverkehrsplaner aufgegriffen und schlägt dann genau diesen Linienverlauf hier mit diesen wenigen Haltestellen vor. Und ich scrolle noch nach unten sozusagen in den unteren Kartenbereich, wo man eben sieht, dass über mehrere S-Bahn-Linien und mehrere Orte hinweg hier eine verknüpfende Buslinie geschaffen werden soll. Und da sehen wir jetzt beim Bedienungsangebot schon einen ganz anderen Standard. Hier heißt es also, dass von 5 Uhr bis 22 Uhr gefahren werden soll, tatsächlich sogar im 20-Minuten-Takt. Das können wir uns dadurch leisten, indem auch der Freistaat Bayern hier erstmals einen Zuschuss zahlt, weil eben im Ballungsraum München hier besondere Verkehrsprobleme anstehen. Nebenbei bemerkt auch, weil er seine eigene S-Bahn nicht auf die Reihe kriegt, aber das ist ein anderes Thema. Und auch hier konkrete Umsetzungshinweise unten, was hier zu berücksichtigen ist, zum Beispiel eben die Anschlüsse zur S-Bahn in der genauen Fahrplangestaltung etc. pp. So kann das ausschauen, zusammenfassend gesagt, also als Richtschnur für euch in euren Kreistagen und Stadträten der kreisfreien Städte. Wir können festhalten, dass viele Nahverkehrspläne, die wir in Bayern haben, entweder sehr alt sind oder total unambitioniert. Deshalb haben wir nicht in allen, aber in sehr vielen
Kommunen die Aufgabe, die Nahverkehrsplanfortschreibung zu beantragen bzw. voranzutreiben, dann ein gutes Planungsbüro zu finden, das nicht nur ein Larifari-Gutachten macht, das vielleicht der Kreistagsmehrheit oder der Stadtratsmehrheit schmeckt, sondern das wirklich ambitionierte Ziele und Maßnahmen vorgibt, um effektive Verlagerung von Individualverkehr zum ÖPNV zu stemmen, sich ambitionierte Ziele dabei zu setzen, den ganzen Prozess auch intensiv zu begleiten, immer wieder auch Zwischenberichte einzufordern, das konstruktiv zu begleiten, zu diskutieren, auch mit kann man auch Veranstaltungen dazu machen, die Parteibasis, die Öffentlichkeit einbeziehen und damit auch grüne Duftmarken sozusagen in der Öffentlichkeitsarbeit mit diesem Thema setzen. Und wenn dann der Beschluss erfolgt ist des Nahverkehrsplans, ist es ganz wichtig, natürlich die Umsetzung aufzugleisen und entsprechend die einzelnen Maßnahmen, die der Nahverkehrsplan gutachterlich hier vorgibt, dann auch umzusetzen. Und wenn es nicht von allein passiert in der Kreistagsmehrheit oder Stadtratsmehrheit und in der Verwaltung, dann die entsprechende Umsetzung Stück für Stück auch zu beantragen und entsprechende Mehrheiten zu organisieren. Und wenn dann der erste Bus zusätzlich aufgrund eures Nahverkehrsplans tatsächlich fährt, dann feiert das entsprechend auch als euren grünen Erfolg mit ab und setzt damit weiterhin eben entsprechende Zeichen, dass wir Grüne für den Ausbau des ÖPNVs stehen und nicht nur reden, sondern handeln und konkrete Sachen bis zur Umsetzung bringen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse.